war schon Busfahrer, Abschleppmeister oder Pistenplanierer. Mein Name ist Dieter, ich bin Leiharbeiter bei Zocker TV und nun Panzerfahrer. Bei meinen letzten Jobs, dem drögen Abschleppen, Pistenplanieren, Busfahren und Feldbeackern, passierte Folgendes. Irgendwann befindet sich zwangsweise meine Stirn auf den oberen F-Tasten, während ich die Space-Taste anschnarche, was man im übertragenen Sinn auch als stilles Gebet gen Spielemecker deuten kann. Nur damit die Kollegen am nächsten Tag in den Abdrücken auf meiner Stirn Tic-Tac-Toe spielen. Kurzum, meine Seele sehnte sich nach Action. Also, was liegt da näher, als sich beim Bund zu verpflichten und in einen Panzer zu steigen? Und auch wenn diese ausgemusterte Blechbüchse noch an Kaisers Zeiten erinnert, die Feuerkraft war gigantisch. Zwei Schüsse, bam, Haus weg. Egal welches Klonhaus man auch trifft, bam, zwei Schüsse, alles platt. Da kann man ja echt von einem schnellen Abriss der Dinge reden. Allerdings hat man die auf dem Truppenübungsplatz befindlichen Bäume offensichtlich gar 12,27 Meter Tiefe eingebuddelt und in Titanlegierung verpasst. Damit sollen wohl die realistischen Verhältnisse afghanischen Waldwuchses simuliert werden. Die sind nämlich von den umliegenden Mohnpflanzen sowas von vollgekokst, dass die Bäume dort total schmerzbefreit auf einen Panzer reagieren. Also, das muss man der Bundeswehr schon lassen. Die trainieren auf höchstem Niveau, wie diese Bilder beweisen. Physikalisch gesehen ist das jedenfalls Nobelpreisverdächtig. Was mir bei meinem neuen Job ebenfalls gefallen hat, ist der betriebene Artenschutz. Nach dem radikalen Ausmerzen des 5-Polygon-Baumes Ende der 90er, eine Art Grünverwüstung, hat man diese Baumart schon für ausgerottet erklärt. Voller Inbrunst kam ich dann aus dem Staunen nicht heraus, dass der gesamte Truppenübungsplatz dem 5-Polygon-Baum als letztes Refugium dient und auf Gedeiht und Verderben überlebt hat. Der Nabu will, der Bund hat, das ist doch mal eine große Habitat. Wahnsinn. Lustig fand ich auch die schreckhaften Büsche, die beim Nähern aus dem Boden ploppen und sich beim Entfernen die... interessant. Können sich Büsche in die Büsche schlagen, wenn der Busch sich beim Büsche schlagen selber in die Büsche schlägt? Und was gibt es dann für ein Geräusch, wenn man auf den Busch klopft? Egal, kommen wir nun zu etwas Buschikosem, dem Ballern. Dieser kleine Metallkübel besitzt auch tatsächlich eine derart geballte Feuerkraft, dass der Panzer durch den Rückstoß in Schieflage gerät. Von einem Wheelie kann man bei einem Kettenfahrzeug ja wohl kaum sprechen, aber irgendwie sieht das doch recht stuntreif aus und mal ganz ehrlich, ich war absolut von der Rolle, als mir diese Seitwärtsschraube gelungen ist. Man beachte die filigrane Rohrabstütztechnik. Wow. Großes Panzerballett. Wow. 1 Million Troops. Wow. Aber auch die leichten Geschütze besitzen offensichtlich den XXL-Bums. So konnte ich doch tatsächlich die anderen rollenden Harnische mit meinem MG bis zur Unkenntlichkeit zersieben. Yeah! Pack den Tiger in den Tank! Dieses MG gibt dem Wort Häuserkampf eine ganz neue taktische Bedeutung. Was diesem Panzer allerdings noch die Krone aufsetzt, ist seine unglaubliche Standhaftigkeit bei Hängen von über 45 Grad Steigungswinkel. Da fällt mir doch ein Song. Spider-Tank, Spider-Tank, hängt am Bär, ganz gelähmt. Feuerschüsse ohne Ende, macht Gegner platt im Gelände. Look out, hier kommt Spider-Tank. Wow. 1 Million Troops. Wow. Aber wie immer bin ich bei meinen Jobs am meisten von der überragenden Intelligenz meiner Kollegen überwältigt. In diesem Fall sollte ich einen Konvoi zerstören, aber anstatt zu fliehen oder vor Panik im Kreis zu fahren, tuckern die LKWs wie die dümmsten Schießbudenfiguren an meinem Panzer vorbei. So, Nummer 2 ist nun tot, sehr schön. Als nächstes rufe ich dann die Nummer 3 auf. Die Nummer 3 bitte, die Nummer 3 kann nun sterben. Danke. Aber auch die eigenen LKW-Fahrer trinken offensichtlich ihren morgendlichen Kaffee direkt aus dem Dieseltank. Viel erschreckender allerdings war dann die Einsicht, dass die LKWs noch nicht einmal den Boden berühren. Schwebende Laster? Mann. Man kann ja viel über die Bundeswehr sagen, aber das nenne ich mal State of the Art. Schwebende LKWs bleiben nicht stecken. Schwebende LKWs müssen auch nicht gewartet werden. Schwebende LKWs, das hätten die Amis gerne. Sorry, aber sowas bringen nur deutsche Ingenieure fertig.
und damit nicht genug auf deutschem Boden zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit Laster geklont. Habgier, Völlerei, Wollust. Nee, aber mal ehrlich, das Panzerfahren war auf Dauer natürlich eine fahrende Schlaftablette und ich bin froh, wieder arbeitslos zu sein. Aber dennoch muss ich sagen, dass die Explosionen absolut Bollywood-reif waren. Und wenn man dann richtig im Gefecht war, dann roch es auf einmal nach Atre Stalin, da rollte der Trubel, da hatte ich den Dramatik, waren meine Sinne in Aufruhr, wenn der Panzer meine Aufwallung hochfuhr und die Ketten mich innerlich aufwühlten, da war ich stolz gesattelt auf meiner gepanzerten Kavallerie im Krieg, meine Zwietracht trug. Panzer, hurra! Mein Name ist Dieter, ich bin Leiharbeiter bei Zocker TV und das waren meine wunderbaren Erlebnisse als Panzerfahrer. Abonniert meinen YouTube-Channel, schaut euch die anderen Simulationsvideos/Jobvideos an und mal schauen, wohin mich die Leiharbeit als nächstes bringt.